Mein Name ist Susanne Wiegand und ich arbeite seit 2004 als Mathematiker in der Halbleiterindustrie. Ich bin auf etwas verschlungenen Pfaden zur Bergakademie Freiberg gekommen. Meine Ausbildung startete ich mit dem Wunsch, Pianist zu werden und nahm zunächst in Dresden ein Musiklehrerstudium mit Zweitfach Mathematik auf. Ich wohnte dazu schon mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann, in Freiberg und pendelte jeden Tag nach Dresden. Im zweiten Studienjahr wechselte ich dann im gleichen Fach an die TU Chemnitz, an der ich dann den Schwerpunkt etwas von der Musik wegnahm und hin zur Mathematik verschob. Im fünften Semester schrieb ich mich dann zusätzlich zu meinem Lehramtsstudium für den Diplomstudiengang Angewandte Mathematik ein. Nach Beendigung meines Lehramtsstudiums in Chemnitz wechselte ich an die Universität in meinem Heimatort, also an die TU Bergakademie Freiberg, um hier das Mathematikstudium zu beenden. Da ich mir als Vertiefungsrichtung Statistik-Stochastik auswählte, zog mich natürlich auch der internationale Ruf von Professor Stojan, der auf diesem Gebiet schon viele Forschungsergebnisse erreicht hatte. Bei dem schrieb ich dann auch mein Diplom und strebte auch bei ihm eine Promotion an. Nach Beendigung meines Mathematikstudiums nutzte ich gleich die Gelegenheit, hier beim Waferhersteller Sitronic AG die vakante Position eines Mathematikers zu besetzen und letztlich beim Aufbau hier dieser neuen 300 mm Fertigungslinie bezüglich Datenanalyse und Maschinenqualifikation zu begleiten. Und Freiberg insbesondere tut auch sehr viel, um Voraussetzungen zu schaffen, dass man Familie und Beruf sehr gut vereinbaren kann. Da ich weiterhin das Ziel einer Promotion verfolgte, suchte ich nach einem betriebsnahen Thema, in dem ich anwendungsorientiert meine mathematischen Kenntnisse einbringen konnte. Dies fand ich alsbald beim Polierprozess der Siliziumwafer. Bei diesem komplexen Prozess
spielen Polierslurry, Druckverteilung, Temperatur und viele andere Faktoren eine entscheidende Rolle, aber auch das Poliertuch. Eigenschaften wie Härte und Kompressibilität sind in weiterführenden Untersuchungen schon sehr gut erforscht worden. Allein die Poliertuchoberfläche ist im Forschungsbereich noch offen geblieben. Dieses interessante Thema diskutierte ich dann mit Professor Stojan, der in der Oberflächenbeschreibung mit stochastischen Ansätzen bereits auf anderen Gebieten Erfolge hatte. Ich habe als Mathematiker erfahren, wie schwer es eigentlich ist, richtige Messdaten zu erzeugen. Im Studium bekommt man immer einen richtigen, aussagekräftigen Datensatz vorgelegt. Aber wie viel Mühe und Ausprobieren dahinter steckt, um so einen Datensatz zu erzeugen, wird nicht erwähnt. In meiner Doktorarbeit habe ich selber verschiedene Messmethoden ausprobieren müssen, um letztendlich ein Messverfahren zu entwickeln, mit dem ich meine Modelle verifizieren konnte. Außerdem habe ich erfahren, wie wichtig es ist, seine Ergebnisse strukturiert darzustellen. Dies finde ich auch nach wie vor in meinem Berufsalltag sehr wichtig, weil nur eine strukturierte Darstellungsweise lässt den Zuhörer folgen. Meine Promotion dauerte 3,5 Jahre. Das war eine sehr arbeitsreiche Zeit mit viel Selbstdisziplin. Da ich meine Promotion hauptsächlich in meiner Freizeit tätigte, war mir mein Mann eine sehr große Hilfe, sowohl moralisch als auch im Haushalt sowie bei der Organisation vieler Sachen. Die Siltronic AG unterstützte mich natürlich auch und meine Kollegen, indem ich jederzeit Zugang zu neuen Proben hatte, Tests durchführen durfte, um meine Modelle zu verifizieren und zu verbessern und natürlich auch die Ergebnisse zu diskutieren. Und natürlich unterstützt haben mich auch meine Hauptbetreuer von der TU Bergakademie Freiberg, Professor Möller und Professor Stojan. Meine Arbeit wurde zunehmend interdisziplinär, sodass ich letztlich nicht in der Mathematik promovierte, sondern im Fachbereich experimentelle Physik. Durch mein vertieftes Wissen in Statistik und mathematischer Modellierung bin ich nach wie vor in der Datenanalyse und Prozessmodellierung tätig. Ich bin stets bemüht, mich fachlich und auch sozial weiterzubilden, habe diesbezüglich 2006 eine Ausbildung zum Black Belt, 2012 zum Master Black Belt vollendet und mich kürzlich im Bereich Qualitätsmanagement weitergebildet. Des Weiteren bin ich verantwortlich für neue Stichprobenkonzepte, deren Implementierung und Pflege. Ich betreue Innovationsprojekte und unterstütze jetzt im Rahmen der statistischen Möglichkeiten die Entwicklung von neuen Produkten und Technologien. Bei allen Aufgaben muss ich immer zuerst ein Verständnis für den Produktionsprozess entwickeln, bevor ich Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen kann. An meiner Arbeit fasziniert mich, dass es hier immer wieder etwas Neues zu erfahren und zu lernen gibt. Aktuell bin ich im Bereich Big Data beschäftigt, wo ich aktuelle Forschungsergebnisse studiere und auf die Anwendbarkeit in der Siltronic AG prüfe. Im Leben ist mir meine Familie sehr wichtig. Ich habe 2 Kinder im Grundschulalter. Des Weiteren lege ich sehr viel Wert auf Gesundheit. Mein Wunsch ist, 100 Jahre alt zu werden. Und das Dritte, nicht letzte, ist die innere Zufriedenheit, die einem im Alltag viele Stresssituationen sehr entspannt erleben lässt. Ich würde zukünftigen Nachwuchswissenschaftlern 2 Dinge mit auf den Weg geben wollen. Das erste ist, immer alles positiv zu sehen. Das Glas sollte immer halb voll und nicht halb leer sein. Als zweites würde ich gerne noch mit auf den Weg geben, dass man nicht einfach abwarten soll, dass Dinge geschehen, sondern dass man selbst gestaltet und sein Leben und seinen Weg in die Hand nimmt. Gemäß dem Motto, dreh dich, wenn du etwas erreichen willst.
Sehr geehrter Herr Professor Mädler, Sie werden uns ja gleich auch einen Vortrag liefern, deswegen ganz herzlich willkommen. Meine Herren Dekane, meine Damen und Herren Professorinnen und Professoren, schönen guten Tag auch Ihnen, liebe Freunde, liebe Mitarbeiter der TU Bergakademie Freiberg, seien Sie herzlich willkommen, ebenso Professor Kretschmer vom Verein der Freunde und Förderer. Aber insbesondere natürlich Sie, meine Damen und Herren, Promovierte und Habilitierte und Angehörige, die heute hier diesen Festakt ja auch aktiv mitgestalten. Ich freue mich sehr, Sie heute zusammen an diesem für Sie so besonderen Tag hier in der alten Mensa begrüßen zu dürfen. For all of you who do not understand German, we have prepared translations of today's speeches in the accompanying portfolios. Please feel free to look on those. But I have to continue in German now, sorry. Zunächst möchte ich Ihnen allen zum erfolgreichen Abschluss Ihres Promotionsstudiums an der TU Bergakademie Freiberg gratulieren. Spannende, vielleicht auch anstrengende, nicht nur vielleicht, sondern bestimmt auch anstrengende, aber hoffentlich zugleich auch unvergessliche Jahre und Zeiten liegen nun hinter Ihnen. Mit Ihrer Ausbildung haben Sie einen weiteren Grundstein für Ihr weiteres Berufsleben gelegt, und zwar erfolgreich Ihre Promotion abgeschlossen. Als Promoventen unserer international anerkannten Universität stehen Ihnen viele Türen offen. Eben haben wir ein Beispiel gesehen, wie es weitergehen könnte. Die Türen stehen für Sie offen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Industrie, in der Verwaltung, in der Politik. Sie können es sich aussuchen. Sie werden mit Sicherheit an vielen Stellen in dieser Gesellschaft dringend gebraucht. Als Experten für die nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft warten große Herausforderungen, wie die zunehmende Rohstoffverknappung, die internationale Klimafinanzierung oder Fragen nach alternativen Energiekonzepten auf Sie. Dass Sie das Potenzial haben, diese anzugehen, haben Sie bereits während Ihrer Zeit an unserer Universität deutlich gezeigt. Mit Ihrem Engagement und Ihren herausragenden Leistungen und Beiträgen haben Sie die Forschung und Lehre an unserer Universität und in diesem Lande bereichert. Dafür herzlichen Dank. Ein Dank geht natürlich auch an diejenigen, ohne die das gar nicht möglich wäre, nämlich an die Professorinnen und Professoren, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt und betreut haben. An die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder weiteren Mitarbeiter, die Ihnen geholfen haben bei Ihren Arbeiten, bei dem Aufbau Ihrer Experimente oder bei dem Absetzen auch wichtiger Unterlagen, Faxe und was auch immer so dazugehört. Mit Hilfe Ihrer fachkundigen Unterstützung können wir hier in Freiberg solche exzellenten Nachwuchswissenschaftler ausbilden. Daher freut es mich besonders, dass wir auch im Jahrgang 2017 zum wiederholten Mal mehr als 100 Promovierte und Habilitierte verabschieden können. Mit 111 Promovierten und 3 Habilitierten erzielen wir erneut ein hervorragendes Ergebnis. Es verdeutlicht zum einen das hohe fachliche und persönliche Leistungsvermögen unserer Promovierten und Habilitierten, zum anderen verdeutlicht es aber auch das Engagement und die sehr gute Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren. Und wir müssen ja immer das im Verhältnis sehen zur Größe der Universität. Sicherlich darf man da sehr stolz drauf sein. Ein Großteil unserer Doktorandenstellen wird dabei mit Hilfe von Drittmitteln finanziert. Bereits seit Jahren zählen die Professoren der Freiberger Universität zur Drittmittelelite in Deutschland, was sich unter anderem in zahlreichen Forschungsprojekten widerspiegelt. Durchschnittlich 609.000 Euro Fördergelder erwarb jeder Professor an der TU Bergakademie Freiberg im Jahr 2016. So können wir auch künftig unsere Forschungsstärke mit Hilfe unserer Wissenschaftler und Nachwuchskräfte weiter ausbauen.
Diese Gelder sind auch für Sie da gewesen. Diese Gelder haben auch Ihnen ermöglicht, neben der Förderung, die natürlich und auch richtigerweise durch den Freistaat erfolgt, Ihre Sachen hier durchführen zu können. Als Rektor dieser Universität, die nicht nur ab und zu auf Ihren Bannern, sondern auch in Ihrem Herzen trägt, dass wir eine weltoffene, angstfreie und der Diskussion offene Universität sind, freut es mich zudem besonders, dass ich unter den Promovierten insgesamt 32 junge Kolleginnen und Kollegen aus 19 verschiedenen Ländern befinden. Die größte Gruppe unter den ausländischen Promovierten stellt mit 9 Promovierten China. Mit uns feiern heute aber auch Promovierte aus Pakistan, Irak, Iran, Vietnam, Spanien, Russland, Griechenland, Bolivien, Ghana, Kamerun, Kenia und Laos. Ihre Promotion an unserer Universität zeugt von Ihrem Vertrauen in uns sowie von einer gelebten Kultur der Wertschätzung von Wissenschaft und Lehre in aller Welt an dieser Universität. Wie groß das Leistungsvermögen unserer Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, verdeutlichen vor allem die 19 Promovierten, die ihren Doktorgrad mit dem Prädikat Summa Cum Laude erlangt haben. Davon 6 aus der Fakultät 3, 4 aus den Fakultäten 2 und 4, 3 aus der Fakultät 1 und 2 aus der Fakultät 5. Sie erhalten heute als Zeichen unserer besonderen Anerkennung für Ihre hervorragenden Leistungen eine Medaille mit der Aufschrift zur Ermunterung des Fleißes. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil Sie waren ja schon sehr fleißig und haben Ihre Arbeit schon erzielt. Und jetzt kriegen Sie nochmal gesagt, bleiben Sie weiter so fleißig, denn Fleiß ist mit Sicherheit genauso notwendig wie Talent, Können und Geisteskraft, um Ihre Arbeit so gut machen zu können, wie Sie sie bisher gemacht haben. Selbstverständlich würdigen wir heute die Leistung aller Promovierten und Habilitierten. Als Zeichen unserer Anerkennung und als Andenken an Ihre Zeit hier an der TU Bergakademie Freiberg möchten wir Ihnen ein Buch von Ulrich Grober mit dem Titel Von Freiberg nach Rio, die Silvicultura Economica des Hans-Karl von Carlowitz und die Karriere des Begriffs nachhaltig sustainable überreichen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Signal. Von Freiberg nach Rio, die Welt steht Ihnen offen. Überlegen Sie sich, dass Sie hier in Freiberg, in Sachsen, in Deutschland eine hervorragende Zukunft haben werden, aber dass die Welt Ihnen auch offen steht und Sie als Botschafter Deutschlands durchaus in aller Welt tätig sein können und dazu beitragen können, dass das Gesicht Deutschlands in aller Welt ein positives sein wird. Dazu wollen wir Sie aber auch anhalten, sich zu erinnern. Seit 2013 gibt es eine kleine Tradition, nämlich mit den Urkunden, mit Medaillen und mit Buch Ihnen auch ein Bäumchen zu überreichen. Sie sehen es schon im Hintergrund, diese kleinen Bäumchen, die da stehen. Pflanzen Sie sie an einen für Sie besonderen Ort, als lebendige und langwierige Erinnerung an Ihre Zeit in Freiberg. Sie leisten damit ganz im Sinne von Hans-Karl von Carlowitz, dem Begründer der modernen Forstwirtschaft, einen kleinen persönlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit und vielleicht setzen Sie sich auch selber ein kleines Denkmal, in dem Sie denken an das, was für Sie hier gewesen ist. Wenn Sie davon mal ein Foto machen und uns schicken, würden wir uns auch sehr freuen. Ein großer, besonderer Dank gebührt an dieser Stelle auch unseren Stiftern, insbesondere hier der Krüger Stiftung. Diese machte in der Vergangenheit und auch heute mit ihren großzügigen Unterstützungen die Arbeit der Graduierten- und Forschungsakademie und die Durchführung dieser Veranstaltung erst möglich.
Wir hatten ja vor kurzem das 10-jährige Bestehen oder Wirksamwerden der Krüger Stiftung in diesem Rahmen hier auch gefeiert. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass in den letzten 10 Jahren fast 13 Millionen Euro in die Forschung hier in Freiberg durch diese Stiftung geflossen ist und viele von Ihnen werden daran Anteil gehabt haben. Anerkennung und Dank gehen aber auch an den Verein der Freunde und Förderer der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, das ist ein Geschäftsführer unter uns, ist Professor Kretschmer, und das Medienzentrum, die es ermöglichen, Ihnen heute im Rahmen der Veranstaltung Filmbeiträge über 2 unserer Alumni vorzustellen. Den ersten Filmbeitrag haben wir gesehen und den zweiten werden wir gegen Abschluss sehen. Liebe Promovierte und Habilitierte, zum Ende meiner Rede möchte ich Sie zu einem erfolgreichen Abschluss noch einmal ganz recht herzlich beglückwünschen. Für Ihre persönliche, berufliche Zukunft und auch für den Nachwuchs wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie an Ihre Zeit hier in Freiberg gerne zurückdenken werden und ganz im Sinne auch der Freunde und Förderer natürlich, dass Sie uns auch zukünftig gewogen bleiben und sich vielleicht auch daran erinnern, dass es so etwas wie Alumni-Netzwerke gibt und sich an das Freiberger Alumni-Netzwerk richten werden. Der Verein der Freunde und Förderer ist ja nicht ein Verein an sich, der einfach so in der Gegend rumschwebt, sondern er ist dafür da, tatsächlich auch die Universität nachhaltig zu fördern. Und wenn Sie etwas zurückgeben wollen, dann erinnern Sie sich daran, dass Ihre Alma Mater Fribergensis durch den Verein der Freunde und Förderer und durch Ihre Mitgliedschaft dort beitragen kann, auch in Zukunft, wie Sie ausbilden, hier Doktoranden ausbilden zu können. Ich möchte Sie auch gerne noch darauf hinweisen, dass wir am 6. bis zum 8. Juni wieder die Veranstaltung des diesjährigen BHT Freiberger Universitätsforums planen und Sie sicherlich ganz herzlich willkommen sind zum Besuch dieser Veranstaltung. Das ist eigentlich nur ein kleiner Hinweis auf viele Veranstaltungen, die ja stattfinden, und dieser Hinweis soll Ihnen eigentlich nur sagen, Sie sind immer gern gesehen in dieser unserer Universitätsstadt. Bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich noch unseren Alumnus Professor Lutz Mädler, mittlerweile Leiter der Hauptabteilung Verfahrenstechnik der Stiftung Institut für Werkstofftechnik und gleichzeitig Professor für mechanische Verfahrenstechnik an der Universität Bremen, als diesjährigen Festredner ankündigen. Er legte sein 2. Diplom als Ingenieur an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg im Fachgebiet Verfahrenstechnik ab und promovierte 1999 im Fach Mechanische Verfahrenstechnik in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung. Seine Promotion schloss er mit Summa Cum Laude ab. Erst letztes Jahr erhielt er den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis für seine bahnbrechenden Arbeiten. In diese gibt er uns heute einen Einblick. Und bevor ich es an Sie nun übergebe, dieses Rednerpult, bedanke ich mich für Ihre heutige Anwesenheit, Sie alle, und für Ihren persönlichen Einsatz und wünsche Ihnen allen für die Zukunft alles Gute mit einem herzlichen Glück auf. Eure Magnifizenz, sehr geehrter Herr Babknecht, liebe Dekane, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste und vor allen Dingen ganz herzlich liebe Promovierte und liebe Habilitierte. Wir sind heute hier, um etwas zu feiern. Und ich bin gern gekommen, um mit Ihnen zu feiern. Zum Feiern kommt man immer gern. Und ich glaube, wir feiern heute etwas, was Sie sich wirklich ganz hart erarbeitet haben. Und Sie haben sich das erarbeitet, ohne eigentlich zu wissen, dass es am Ende klappt. Und das ist eine Promotion und das ist so ein bisschen eine Sache mit
ja, man weiß nicht genau, wie es ausgeht, aber sie haben es alle geschafft und darüber freue ich mich ganz sehr. Und es zeichnet sie dadurch auch aus. Und es zeichnet sie aus mit einem Titel. Und dieser Titel, den verleiht Ihnen die TU Bergakademie Freiberg. Und dieser Titel, den haben Sie ein Leben lang. Und die Bergakademie Freiberg nutzt das, um Ihnen diese Anerkennung zu geben, diese Auszeichnung, gibt Ihnen den Titel und erhöht sie in gewisser Weise dadurch. Aber gleichzeitig macht die TU auch einen Bund mit Ihnen. Sie knüpft ein Band mit Ihnen, was Sie auch wieder an die TU Freiberg bindet. Sie gibt also etwas weg. Und gleichzeitig bindet sie an sich. Und das ist natürlich super Alumni-Arbeit, ne? Man kann das Netzwerkbildung nennen. Aber für mich ist das viel mehr. Für mich ist das nämlich wirklich ein Leitmotto, ein Motiv, um das es heute gehen soll bei mir. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder sage, gib es weiter, um es zu behalten. Und das ist schon funktioniert mit Ihnen, das sieht man. Sie sind zahlreich erschienen, um das heute schon mal gemeinsam zu erleben. Wir werden Sie vielleicht denken, Leitsätze sind so das Verstaubteste, was man so eine Festrede machen kann. Also, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber es ist für mich wirklich ein Leitsatz, nach dem ich auch lebe und nach dem ich auch handle. Und deshalb habe ich gesagt, ich bringe ihn einfach heute mit, denn ich glaube, ohne diesen Leitsatz wäre ich auch heute nicht hier. Und dann kann man sich fragen, wie guckt man auf sowas? Ne? Also man kann irgendwie so Pinterest-Pinwände durchgucken, macht übrigens Spaß, aber richtig Leitsätze findet man da nicht. Oder man guckt, ja genau, man googelt irgendwie 10 besten Leitsätze und sucht sich einen aus. Auch das ist bei mir nicht so passiert, sondern ich habe das wirklich auf den Weg bekommen und ich habe es auf den Weg bekommen, genau zwischen den Promovierten und den Habilitierten, wir haben ja beide heute hier, in dieser Habilitationsphase. Und das möchte ich Ihnen heute so ein bisschen erzählen, was da mit mir passiert ist, weil es etwas ist, was ich eben erst nach der Promotion mitbekommen habe und was ich Ihnen vielleicht heute schon mal weitergegeben habe. Sie haben es gehört, ich habe 1999 hier promoviert und ich bin wirklich ganz, ganz glücklich, dass Herr Professor Husemann heute hier ist. Das hat mich ganz, ganz sehr gefreut. Professor Husemann ist mein Doktorvater und jetzt, wo ich selber auf der Seite stehe, wo man promoviert, weiß ich, dass Professor Husemann damals mir nicht den Weg geebnet hat, sondern hat wirklich eine Bresche geschlagen. Und ich finde ihn, ja, solange ich diesen Titel trage und das hoffentlich ein Leben lang, immer dankbar dafür. Und diese Bresche, Sie haben es angesprochen, es war ein kooperatives Promotionsverfahren mit Fraunhofer. Ich war am Fraunhofer in Hannover, habe hier promoviert in Freiberg und um das Leben noch ein bisschen schwerer zu machen, hatte ich auch noch einen FH-Abschluss, das heißt, ich musste noch die Prüfung machen. Aber er hat immer zu seinem Wort gestanden, hat mich immer unterstützt und hat mich immer in meiner Promotion weitergebracht. Und was mich auch wirklich freut, Herr Husemann, ist, dass Ihr Lehrstuhl heute von Urs Peuker inne, er hat den Lehrstuhl heute inne und er trägt die Fahne Freiberg hoch, das kann ich Ihnen sagen. Und er trägt sie nicht nur hoch, er trägt sie auch wirklich von weg. Und zum Beispiel letzte Woche war hier in Freiberg das Kickoff eines neuen Schwerpunktprogramms. Und somit komme ich hier zurück. Aber ich wollte eigentlich über mich reden, also ich bin 99 promoviert und danach bin ich als Postdoc an die ETH Zürich gegangen. Und das war schon ein Schritt in die Schweiz und dort hatte ich die Möglichkeit, und das geht vielleicht nicht vielen von Ihnen, ich möchte darauf auch nochmal zurückkommen später, ich hatte wirklich die Möglichkeit, das, was ich in der Promotion gelernt habe, später anzuwenden. Ich weiß nicht, ob Sie das merken, dass das eigentlich nicht der Regelfall ist, aber ich konnte das und bin da hingegangen und hatte dort einen Chef, Professor Sotiris Pratsinis, und der kam kurz Zeit vor mir an die ETH Zürich aus USA, unter Kollegen würden wir sagen, er hat gut verhandelt und hat dort an der ETH Zürich wirklich ein Eldorado zur Verfügung gestellt. Also wir hatten unheimliche Möglichkeiten, fachlich uns da auszulassen und Sie wissen, Eldorado ist sowas wie Goldland. Ne, so. Und Gold, es ist ein Erz, so wie Silber auch ein Erz ist. Und ich glaube, es weiß keiner besser als Sie, dass man an der Bergakademie Freiberg und an der Silberstraße, dass es von dem Erzvorkommen bis zum Metall eigentlich ein weiter Weg ist. Und da steht man dann im Eldorado und muss trotzdem arbeiten. Und genauso ging es mir auch. Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme einfach die Schaufeln und versuche dort zu arbeiten. Und ich habe ganz viel Motivation gehabt. Geduld gab es da nicht so viel an der ETH Zürich. Aber es gab Unterstützung und habe dann dort den Prozess entwickelt, mit dem ich eigentlich dann auch weitergemacht habe, ist der sogenannte Flammensprühpyrolyse-Prozess.
Und damit müssen Sie mir jetzt irgendwie das abnehmen. Ich muss ein bisschen über diesen Prozess reden, weil er mich letztendlich auch definiert hat. Das Herzstück von, also es ist eine Flammenspray-Pyrolyse. Ne? Flamme sprühen und irgendwas verbrennen. Und das Herzstück ist eine Düse. Und diese Düse, die habe ich entwickelt. Und es funktioniert so, dass man, wie ein Ölbrenner letztendlich, man hat so eine Stützflamme und dann sprüht man da was ein und dann gibt es eine Stichflamme. Ja, und man kann sich das vorstellen wie so ein Haarspray mit einem Feuerzeug. Können Sie sich vorstellen? Also das mit dem Haarspray und dem Feuerzeug, das kommt nicht von mir, sondern das kommt von James Bond. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist ein James Bond mit Roger Moore, die sind ja nicht so die beliebtesten. Und er hält dann so eine Giftschlange auf Abstand. Also es ist ganz schön was los bei diesem Versuch. Und das können Sie selber ausprobieren. Interessanterweise habe ich gelesen, dass diese Szene in der Fernsehproduktion rausgeschnitten ist, ne? Damit es die Kinder nicht nachmachen. Und da sehen Sie, es braucht eben Ingenieure wie mich, um sowas auch wirklich richtig zu machen. Und also Sie können das auch mal zu Hause probieren, Gefährdungsbeurteilung schreiben, ne? Schutzrüstung anziehen, Kinder ins Bett checken und dann sein lassen. Also wir machen das in der Forschung relativ kontrolliert. Wir haben so eine Sprühflamme. Und in diese Sprühflamme machen wir Metallorganik rein. Und dann ist die Metallorganik in dieser Flamme und wird freigesetzt. Und dann, also Metallorganik, so ein Metallion, irgendein organischer Rest. Und der organische Rest verbrennt. Und dann ist das Ion sucht sich einen Sauerstoff. Es gibt jede Menge in der Flamme und bildet Metalloxide. Und das passiert alles in der Gasphase auf molekularer Basis. Und diese Metalloxide sind dann so viele und es ist heiß. Ja, so eine Flamme ist cool, aber heiß. Und da in dieser Flamme gehen die nach oben und dort finden sie ganz andere, viele Metalloxide und dann gibt es Cluster und es ist heiß, die verschmelzen. Und so eine Flamme hat auch noch einen großen Vorteil, sie hat extrem hohe Temperaturgradient. Das heißt, man kann, wenn es die Flamme verlässt, diese Strukturen sehr schnell einfrieren. Und was man dann machen kann, sind Nanopartikel. Und genau diesen Prozess habe ich damals entwickelt, um Nanopartikel zu machen. Nano, das war damals so das Stichwort wie heute künstliche Intelligenz oder 3D-Druck oder sowas, also es war damals richtig cool und das habe ich gemacht. Und dann habe ich diesen Prozess entwickelt und ich hatte, glaube ich, 3 Skisaison in der Schweiz, bevor es richtig funktionierte. Und als es dann funktionierte, dann geht mein Chef daher und gibt diese Düsen weg. Ja, eine nach Australien und eine nach Dänemark, eine ging sogar nach Bremen und war irgendwie 7 Jahre eher in Bremen als ich. Und ich hatte gerade meine Goldader entdeckt, ja? Ich war der Steiger, habe gerufen, hey, und dann gibt es weg. Und dann habe ich nie verstanden und habe ihn dann irgendwie, ja, zur Rede stellen kann man ja sein Papiervater nicht, aber ich habe ihn gefragt, hey, was ist denn los? Und er sagte, Lutz, you have to give it away to keep it. Ja? Du musst es weggeben, um es zu behalten. Und das habe ich nicht so richtig verstanden, aber er hat gesagt, wird schon. Sieh zu, dass dein Prozess funktioniert und hat mich dann praktisch hinter diesen Düsen hergeschickt und ich habe dann die in Australien aufgebaut. Also Australien war wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Ich war ganz glücklich, dass die Coriolis-Kraft nicht die Rolle spielt und habe diese Sachen dann dort aufgebaut. Und, aber im Nachhinein, erst dadurch, dass das so international wurde, ne, und jeder drauf geforscht hat und die Leute gesagt haben, ja, ist doch nicht so doof, der Prozess. Ne? Und dann gab es Symposien und dann gab es Konferenzen und alle haben so ein bisschen darüber gesprochen und es wurde eigentlich auch in Richtungen weiterentwickelt, das hätte ich niemals mir ausdenken können oder auch gar nicht schaffen können. Und da war es so eine Community, es gab, die Industrie wurde darauf aufmerksam und dann ist der Prozess so etwas geworden. Heute gibt es ein Schwerpunktprogramm der DFG darüber, was man alleine natürlich nicht hätte schaffen können. Und das habe ich Sotiris Pratsinis wirklich zu verdanken, dass er so schlau war und sagt, gib's weiter und das wird schon. Und ich war aber natürlich auch ängstlich. Was ist das jetzt, wenn ich das weitergebe und die anderen sind viel schneller? Ja, die anderen entwickeln das und ich gucke da nur noch hinter meiner Erfindung. Und das hat mich schon beschäftigt. Und auch da hat Sotiris damals eine Antwort gehabt. Auch das ist wieder Englisch, bei uns lief das immer so mit Englisch. Und er hat gesagt, Lutz, there's more where this came from. Und ich denke, er hat sich gemeint und seine Gruppe und ich habe es einfach auf mich bezogen. Sag, okay, ja, eigentlich stimmt es. Und diesen Satz, den habe ich mir gemerkt und der ist mir mal so entgegengesprungen, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist mein Satz. Ja? Und der ist mir entgegengesprungen, ich weiß nicht, ob Sie den Film Mary Poppins kennen. Kennen Sie ihn? Mary Poppins, ich liebe diesen Film, der ist besser als dieser James Bond. Also Mary Poppins. Und wenn Sie den Film kennen, dann gibt es diese eine Szene, wo Bird seine Kreidebilder malt
Und dann springen die in diese Kreidebilder und sind in dieser Traumwelt, wo alles so ein Comic ist. Können Sie sich erinnern? Und das ist die Szene mit dem Supercalifragilisticexpialidocious. Macht wirklich Spaß, das zu sagen. Und dann fängt es in dieser Szene an zu regnen. Und dann verlassen sie diese Traumwelt und springen aus den Bildern wieder raus. Und draußen regnet es auch, also in der realen Welt. Und diese ganzen Kreidebilder werden weggewaschen. Und dann sagt Mary Poppins, oh Bird, you find drawings. Und Bird sagt, well, there's more where this came from. Und man traut es diesem Bird so zu, oder? Da kann wieder ein anderes Bild malen. Kein Problem. So was. Dieser Satz, ich glaube, der hat mir immer wieder Mut gemacht. Der hat mir wieder ganz viel Vertrauen gegeben. Und immer wieder die Dinge weiterzumachen. Vielleicht haben Sie es auch selbst schon erfahren in Ihrer Papierzeit, Doktorandenzeit. Vielleicht brauchen Sie auch diesen Mut gar nicht. Aber für mich waren das wirklich eine Erkenntnis, die ich erst nach der Promotion, ich habe es schon gesagt, hatte. Und ich wollte heute die Gelegenheit nutzen, irgendwie Ihnen das weiterzugeben. Und was auch immer Ihr nächster Schritt ist, Sie haben diesen Mikrokosmos Universität verlassen. Das ist ein eigenes Gebilde, haben Sie vielleicht schon gemerkt, oder? Dass es draußen anders aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es draußen aussieht, aber ich denke mir, dass es draußen anders aussieht. Ich glaube, wichtig ist gar nicht so sehr, dass Sie darin arbeiten und das jetzt machen, was Sie genau gelernt haben. Ich glaube, wichtig ist, dass Sie sich an diesen Satz vielleicht erinnern und auch an die Methodik, die Sie haben, an Ihre Soft Skills. Sie können Probleme lösen, Sie können Probleme analysieren, Sie können die Dinge angehen und hey, Sie haben einen Abschluss aus Freiberg. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und damit, mit diesem, dass immer wieder was Neues kommt, Sie sich das zutrauen, dass immer wieder was Neues kommt, stehen Sie auch an einem Fluss. Und können daraus Wasser schöpfen. Ich stelle mir das so vor, Sie stehen am Fluss und da kommt immer wieder Wasser nach und dann können Sie locker daraus schöpfen. Und Sie können das Wasser auch in die Wüste geben. Das Wasser kommt sowieso wieder zurück. Ja? Und das ist wirklich mein Aufruf heute, geben Sie es weiter. Ja? Wenn geben Sie es den anderen und die werden die Wiesen zum Grünen bringen und die Blumen zum Blühen und Sie können sich mit den anderen auch freuen. Und dieses Bild mit am Fluss stehen, das möchte ich nur mal ganz kurz. Also Sie stehen am Fluss und Sie können dieses Wasser schöpfen und ich finde, dass es auch ein Privileg ist, was Sie haben. Privileg ist ein schweres Wort, ist mir bewusst, ich nutze es trotzdem. Wo kommt das Privileg her? Es kommt sicherlich aus Ihrer Herkunftsfamilie, es kommt aus Ihrer Umwelt, es kommt von den Menschen, die Sie umgeben, es kommt aus Ihrer Schulbildung, Hochschulbildung und es kommt vielleicht auch daher, dass Sie, die meisten von Ihnen, die meiste Zeit in Frieden leben können. Und es kommt auch aus diesem Abschluss, dieses Privileg. Aber dieses Privileg ist gleichzeitig Verantwortung, so sehe ich das. Und ich hoffe, so sehen Sie das auch. Es ist gleichzeitig Verantwortung, aus diesem Fluss auch wirklich Wasser zu schöpfen und nicht nur daneben zu stehen und gucken, wie die Ideen da so vorbeifließen, sondern wirklich daraus zu schöpfen und auch zu schöpfen für die, die nicht am Fluss stehen. Gerade für die auch versuchen, Kanäle zu graben, Flüsse zu bauen und auch manchmal das überhaupt nicht zu betrachten, dass das Wasser auch nicht zurückkommt. Ja, aber Sie haben dieses Privileg und deshalb, glaube ich, haben Sie auch diese Verantwortung. Gibt es weiter, um es zu behalten? Sie können sich vorstellen, dass diese Erfahrungen nicht immer positiv sind und das war es auch nicht bei mir immer. Und manchmal, dann erwartet man irgendwie Dank oder Anerkennung und da ist gar nichts. Ja? Und dann ist man enttäuscht. Oder was noch enttäuschender ist, manchmal stellt man sich was vor, wie etwas wird, weil man das macht und dann wird es ganz anders. Und dann muss man sich eingestehen, ja, ist auch okay. Aber irgendwie ist man enttäuscht und trotzdem sind all diese Dinge, auch wenn Sie mal enttäuscht sind, viel, viel weniger wert, als das Gefühl gehabt zu haben oder zu haben, dass Sie etwas weitergegeben, etwas, was Sie erfüllt, was einfach weiter lebt. Und genau das ist auch meine Hoffnung, dass ich auf diesem Weg und vielleicht auch heute die Menschen inspiriert habe, diese Dinge weiterzugeben und auf sich zu vertrauen. There is more where this came from. Und damit können Sie etwas schaffen, was sich nicht so leicht überholt. Meine Düse, die ist in 2-3 Jahren nicht mehr die Düse. Ne? Das ist irgendwas an, ein anderer Prozess und das ist okay. Solange die Doktoranden diese Sachen mitnehmen, ja, dass der Multiplikator ist viel, viel größer und seien Sie so ein Multiplikator und nehmen Sie die Dinge in sich auf. An dieser Stelle möchte ich Ihnen
ganz, ganz herzlich zu Ihrem Abschluss gratulieren. Und es wird Ihnen heute etwas gegeben, das Sie an die TU Bergakademie Freiberg bindet. Es bindet Sie an Ihre Doktormutter, an Ihren Doktorvater. Und ich kann Sie einfach nur auffordern, diesen Augenblick einfach zu genießen. Wir haben dieses wunderschöne Orchester oder Konzert. Und genießen Sie diesen Augenblick. Und auch für uns, nehmen Sie ihn mit, denn ich glaube, wir alle werden davon etwas behalten. Glück auf! Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Konrad Frohsheim, ich bin von der Fakultät 1 Mathematik und Informatik und wir haben heute drei von den vielen 18, glaube ich, die letztes Jahr bei uns promoviert haben, haben wir heute, glaube ich, drei da. Und als erstes möchte ich deshalb den Herrn Dr. Patrick Meditz hier heraufbitten. Der hat beim Kollegen Dempe, der sitzt da drüben irgendwo, promoviert. So, und als zweites hätten wir dann noch den Dr. Burkhard Michalski. Da sitzt er. Und der hat beim Kollegen Hebisch promoviert, diskrete Mathematik. Und dann hätten wir noch den Dr. Christoph Brause, der beim Kollegen Schiermeier auch diskrete Mathematik promoviert hat. Und jetzt haben wir schon die drei, die da sind. Ja, mein Name ist Cortus und ich freue mich als Dekan der Fakultät für Chemie und Physik meinen Dank an 27, die 2017 promoviert wurden, in unserer Fakultät auszusprechen. Sie haben wirklich für unsere Fakultät in Forschung und auch vor allem in Lehre sehr viel beigetragen. Es können heute nicht alle da sein und ich bitte jetzt Dr. Andrea Winkler. Er hat bei Professor Vogt promoviert, Dr. Martin Katz bei Professor Roke, Dr. Florian Hanzig bei Professor Meyer, Dr. Konstantin Kraushaar ebenfalls bei Herrn Roke, Dr. Gunther Martin bei Professor Berthau, Dr. David Leninger bei Professor Heidmann, Dr. Lid Amerjan bei mir,
Herrn Dr. Thomas Heine bei Professor Schlömann und Dr. Thomas Juncker bei Professor Schürmann auf die Bühne. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Spitzer. Ich bin Geophysiker und Dekan der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau. Meine Fakultät ist etwas größer, deswegen habe ich auch hier einen längeren Job heute. Wir haben zwei Gruppen. Wir haben insgesamt 32 Promovierte im letzten Jahr gehabt, von denen nun 12 heute hier sind. Und deswegen teilen wir das auf in zwei Gruppen. Ja, da habe ich jetzt die Ehre, Herrn Dr. Cornelius Oertel auf die Bühne zu bitten, der bei Professor Jörg Matschulat promoviert hat. Dr. Wengang Dang, der bei Professor Konietzki promovierte. Dr. Stefan Malecki hat bei mir selbst promoviert. Dr. Tino Rosenzweig bei Professor Kudler, Dr. Holger Kinzel bei Professor Reich und Dr. Michael Schüngel, der bei Professor Volkmann promoviert hat. Ah ja, okay.
So, ich darf nochmal, wie angekündigt, die zweite Gruppe. Da darf ich Dr. Oleksandr Schewtschenko auf die Bühne bitten, der bei Professor Drebenstedt promoviert hat. Dr. Tobias Lupek bei Professor Mischow. Dr. Olaf Hellwig, der bei Professor Buske promoviert hat. Dr. Georgios Barakos bei Professor Mischow. Dr. Frank Scholze bei Professor Schneider. Und Dr. Matthias Schreiber von Professor Matschulat aus der Gruppe. Komplett. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Fakultät 4, Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik. Mein Name ist Bier, Ohnemann, und wir haben 33 Promoventen, Doktoranden, davon 6 Frauen. Das freut mich besonders. Wir können uns damit auch ganz langsam an den Durchschnitt der Universität annähern. Und was mich ganz besonders freut, das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, dass ein Großteil der Damen, die auch heute relativ zahlreich erschienen sind, vom Institut für Keramik, Glas und Baustofftechnik kommen. Wegen der Anzahl auch in 2 Gruppen, und ich möchte beginnen, und wir fangen an mit Dr. Thomas Krampitz, der beim Kollegen Lieberwirth promoviert hat. Dr. Jarno Hein beim Kollegen Kuna, Dr. Matthias Klinger beim Altrektor Bernd Meyer, genauso Frau Denise Klinger beim Altrektor. Dann haben wir Dr. Ella Sabor Bagersadeh beim Kollegen Preuker, Herr Marc Lüpfert bei Professor Hessenkämper, und Dr. René Stahlschmidt und Dr. Ronny Schimpke, auch beide bei Professor Bernd Meyer. Thank you.
So, und damit kommen wir zur zweiten Gruppe. Dr. Arne Bronsch, auch bei Professor Bernd Meyer. Frau Dr. Friederike Klenert, die beim Kollegen Anisiris promoviert hat. Und auch mein alter Bekannter, ganz besondere Glückwünsche, Dr. Steffen Dutzig, der auch bei Professor Anisiris promoviert hat. Dann Dr. Emmerer Meindl bei Kollegen Hasse. Und jetzt bin ich ein bisschen, genau, da kam nämlich irgendwas dazwischen, Dr. Ibrahim Kolavolo-Moritala, der beim Professor Meyer, Bernd Meyer, promoviert hat. Dr. Ringo Nepp beim Kollegen Matthias Kröger. Und zum Schluss noch Frau Dr. Anne Günther, die auch bei Kollegen Christos Anisiris promoviert hat. Meine Damen und Herren, mein Name ist Horst Biermann. Ich vertrete unseren Dekan Professor Raffaier von der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie. Wir hatten im vergangenen Jahr 9 Promovierende und davon möchte ich jetzt die Anwesenden aufrufen. Frau Dr. Katja Fritsch. Herrn aus der Werkstofftechnik, promoviert bei Professor Zenker, Herrn Dr. Miksche aus der Gießereitechnik bei Professor Wolf, Herrn Dr. Wendler, Werkstofftechnik bei Kollegen Krüger und Herrn Dr. Arischensky aus der Umformtechnik bei Professor Kavala.
Guten Tag, mein Name ist Jakob. Ich vertrete heute den Dekan der Fakultät 6. Wir hatten im letzten Jahr nur wenige Promovierte. Davon ist Herr Dr. Michael Kausche heute anwesend, den ich hiermit aufrufen möchte. Er hat bei mir promoviert, enger Zusammenarbeit aber mit dem Kollegen Dahlhaus von der Fakultät 3 über Wirtschaftlichkeit schwimmender Offshore-Windenergieanlagen. Sehr zukunftsträchtiges Thema, glaube ich. Und ja, sozusagen last but not least. Dankeschön. Herr Biermann, aber bevor der Herr Biermann, ja, kommen Sie ruhig nochmal hoch. Wir haben ja auch noch einen Habilitierten bei Ihnen. Ja, wir haben in der Universität 3 Habilitationen im vergangenen Jahr gehabt und Herr Dr. Matthias Schmidtchen von der Fakultät Werkstoffwissenschaft, Werkstofftechnologie aus dem Bereich Modellierung der umformtechnischen Prozesse bei Professor Kavala ist heute auch anwesend. Thank you.
Sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte Habilitierte, sehr geehrte Promovierte. Heute ist ein besonderer Tag für die Forschung. Sie dokumentieren und unterstützen die Forschung an der Bergakademie und weisen aus, dass die Bergakademie eine sehr starke Forschungsuniversität, unter anderem sehr starke Forschungsuniversität ist. Am Anfang möchte ich Ihnen zuerst mal gratulieren. Schluss mit der Zeit des Schuffens, Schluss mit der Zeit der Prüfungen, des Stresses bei der Verteidigung. Heute ist relativ viel schon gesagt worden, was Sie alles machen können, wo Sie viele Chancen haben. Aber eine Sache ist noch mir sehr wichtig. Ihre Ergebnisse fließen auch in die Lehre, in die Bildung, in die Vorlesungen, wo die Kollegen, die dann hier an der Bergakademie kommen und die neuesten Erkenntnisse auch unter anderem aus der Forschung auch vermittelt bekommen. Damit ist es auch im Grunde so, tragen Sie einen Beitrag dazu, die Lehre auf sehr hohem Niveau zu halten. Ja, wenn man hier steht und als dritter Redner hier ist, dann ist es allerdings schon vorher alles, fast alles gesagt. Mit der Verteidigung, ob das jetzt im Grunde so an den verschiedenen Fakultäten hat, eine oder andere Fakultäten war, hat die Kommission ihre Leistung gewürdigt. Damit haben Sie den Doktorabschluss und den werden Sie, Doktorabschluss der Bergakademie, auch weiter in die Welt tragen, in die verschiedenen Bereiche der Wirtschaft, Bereiche der Gesellschaft, Forschungsinstitute und auch Politik. Allerdings hat auch die Kommission Arbeiten, die einen besonderen Beitrag dazu tragen, mit der Note Summa Cum Laude gewürdigt. Und das sind einige Personen, die heute auch dabei sind. Das ist von der Fakultät 1 Herr Dr. Patrick Melitz, Dr. Christoph Brause, Fakultät 2 Dr. Konstantin Kraushaar, Dr. Gunther Martin, Dr. David Leninger, aus der Fakultät 3 Dr. Olaf Hellwig, Dr. Frank Scholze, Fakultät 4 Dr. Jano Hein, Dr. Stefan Dutschig, Fakultät 5 Dr. Marco Wendler, Frau Dr. Katja Fritsch. Und ich bitte Sie alle, hier auf die Bühne zu kommen. Ihre besondere Leistung wollen wir auch würdigen. Und die Bergakademie würdigt das mit einer Medaille, die Ihnen auch jetzt
vom Rektor überreicht wird. Medaillen hat man wieder gesehen. Also. Also ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir eben auf dem Bild mal die Medaille groß? Ja, gut, weil sonst hätte ich sie Ihnen nochmal hier klein gezeigt. Aber so. Ich bin Tore Zierold, arbeite hier am Museum für Naturkunde Chemnitz, das schon seit 2007. Und ich habe einmal in Freiberg Geoökologie studiert und ich glaube, deshalb bin ich heute hier. Ja, ich bin jetzt hier am Museum für Naturkunde Kustodin für die Naturwissenschaften. Übersetzt heißt das die Hüterin der Schätze. Bin also verantwortlich für die Sammlungen, für die Ausstellungsbereiche, aber auch für Sonderausstellungsflächen. Und ein weiterer Schwerpunkt sind aber auch Drittmittelprojekte, also die Betreuung, Einwerbung von Drittmittelprojekten und eigene Forschungsarbeit selbst noch. Als ich mich damals für mein Studium entscheiden musste, da gab es für mich die Option, Medizin zu studieren oder Chemie zu studieren. Und beides war mir dann aber noch ein bisschen zu trocken. Und dann habe ich von diesem Studiengang Geoökologie gehört, der noch ganz neu in Freiberg gewesen ist. Und habe gedacht, ja, das klingt ja spannend, guckst mal, was da so ist. Und habe mich dann zu so einer Sommeruni eingeschrieben
und habe dann gemeint, ja, die Uni gefällt mir, das passt, die Professoren sind nett. Ich war damals bei Professor Schneider in der Sommerakademie drin und auch in der Chemie und habe gesagt, ja, versuch's es einfach mal. Habe mich beworben und bin eben dann in den Studiengang Geoökologie reingekommen. Ich habe bei Professor Schneider meine Diplomarbeit angefertigt, habe an fossilen Tieren etwas erarbeitet und mich hat dann die Schnittstelle zwischen fossil und rezent interessiert und habe also meine Promotion oder mein Thema bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eingereicht, habe also ein eigenes Projekt geschrieben und habe zusammen mit dem interdisziplinären Zentrum dann auch eine interdisziplinäre Arbeit angefertigt und dafür war die Uni in Freiburg einfach prädestiniert für. Ich habe schon zu Ende meiner Promotion den Kontakt nach England gesucht, war da an der Universität Kingston-upon-Hull und habe in Kooperation mit England meine Promotion beendet und habe dann in England meinen Postdoc fortgesetzt, war also da 2,5 Jahre an der Universität dort vor Ort als Postdoc tätig und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen auf Einladung von Dr. Rösler. Hier sollte ich mal für 7 Monate eine Stelle vertreten. Ich habe selbst in England in der Zeit für ein anderes Projekt gewartet und ja, aus den 7 Monaten ist dann doch ein bisschen länger geworden. Ich glaube, ich bin jetzt hier, wo ich bin, ganz genau richtig, denn ich habe während meiner Promotion das Thema, woran ich gearbeitet habe, auch schon in einer Ausstellung vermittelt und eine Ausstellung entwickelt dazu und das genau hat mir gefallen. Also ich mag die Arbeit mit verschiedenen Bereichen, Wissenschaftsbereichen, auch so als Kommunikator zwischen der Wissenschaft und zwischen der Öffentlichkeit zu sein und genau diesen Job erfülle ich hier. Also hier am Museum hat man immer wieder die verschiedensten Bildungsschichten auch von ja, von arm bis ganz nach oben. Auch das bekommen wir hier im Haus schon mit, dass nicht jedes Kind, was in die Schule geht, auch wirklich schreiben lernt. Und ich glaube, daran muss gearbeitet werden und dafür sind öffentliche Einrichtungen wie Museen also ganz entscheidend. So ein Museumsberuf ist auch ein bisschen Berufung. Also das heißt, man lebt für seinen Job und insofern lebt man auch für die Wissenschaft. Was mir privat noch wichtig ist, ist viel Sport. Ich fahre ja, Mountainbike ziemlich aktiv. Das gibt so ein bisschen Ausgleich zu dem, was man im Kopf arbeitet. Magnifizenz, Professor Babknecht, Spektabilitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Formal gilt die Promotion als Nachweis der Fähigkeit zu selbstständiger, vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Mit der Habilitation zeigt man die besondere Befähigung zu selbstständiger Forschung und Lehre in einem wissenschaftlichen Fach. Ich habe einige Zeit nach meiner Promotion gebraucht, um die Tragweite dieses Ereignisses zu erfassen. Wenn man mehrere Jahre an einer entsprechenden Qualifizierung arbeitet, markiert die Verleihung des akademischen Grades am Ende oder den Ende eines Lebensabschnitts und den Beginn eines neuen Abschnitts, den wir mit der heutigen Veranstaltung würdig feiern. In Vorbereitung dieser Rede habe ich lange darüber nachgedacht, was mich auf meinem Lebensweg bis hierhin maßgeblich geprägt hat. Letztendlich waren das immer Begegnungen mit anderen Menschen. Dazu zählen zunächst einmal meine Eltern und meine Familie, die mich jederzeit in meinen Interessen gefördert haben, egal wie ausgefallen meine Vorhaben waren.
Dazu zählen aber auch langjährige Freundschaften und Wegbegleiter aus Schule, Studium und aus der Arbeit an der Universität. An einer langjährigen wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeit sind indirekt viele weitere Menschen beteiligt, denen Dank gebührt. Entscheidend für meine Promotion waren sicher meine Betreuer, Professor Buske vom Institut für Geophysik und Geoinformatik und Dr. Geritz vom Baker Hughes Technology Center in Celle. Beide standen als Ansprechpartner und Rettungsanker in Notsituationen zur Verfügung und haben mich ermutigt, einen eigenständigen Weg als Wissenschaftler einzuschlagen. Dazu hat auch das vertrauensvolle Umfeld beigetragen, indem ich von Anfang an Kollegialität ohne Standesdünkel und eine gegenseitige Wertschätzung des fachlichen Rats unabhängig von akademischen Titeln und Auszeichnungen erlebt habe. Daneben sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Graduierten- und Forschungsakademie zu nennen, die sich engagiert um die Formalitäten im Zusammenhang mit der Promotion kümmern, die beratend zur Seite stehen, Weiterbildungsangebote organisieren und die auch an der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung maßgeblich beteiligt sind. Ein großes Dankeschön. Außerdem sind die Kolleginnen und Kollegen weiterer Einrichtungen wie der Universitätsbibliothek des Rechenzentrums zu nennen, die als kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Im Medienzentrum hat mich immer wieder überrascht, wie kurzfristig vor einer Tagung noch ganz schnell in letzter Minute ein Poster gedruckt werden konnte. Außerdem sind die Kolleginnen und Kollegen vom Internationalen Universitätszentrum, vom Fachsprachenzentrum und vom Universitätssportzentrum zu erwähnen, die mit ihren zahlreichen Angeboten einen unverzichtbaren Bestandteil unserer Universität darstellen. Nicht zu vergessen sind die guten Seelen in den Sekretariaten, den Dekanaten, das technische Personal in Laboren und Werkstätten und die Mitarbeiter unserer Verwaltung, die hinter den Kulissen dafür sorgen, den Wissenschaftsbetrieb überhaupt zu ermöglichen. Ich danke auch dem Promovierendenrat, der sich in vielfältiger Weise für die Belange der Doktoranden einsetzt. Persönlicher Erfolg oder Misserfolg hängen in großem Maße von den Rahmenbedingungen und den Menschen ab, von denen man umgeben ist. Deshalb spreche ich stellvertretend für alle hier Anwesenden meinen herzlichen Dank an alle Kollegen, Freunde und an die Familien aus, die für ein förderliches Umfeld gesorgt haben. Ich habe meine Rede damit begonnen, dass es Begegnungen mit Menschen sind, die Lebenswege prägen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir unter anderem meine Deutschlehrerin, die ihren Unterricht gerne mit Weisheiten würzte, darunter nehmen die Hände aus den Hosentaschen, aus den Händen ist der Pflasterstein schneller rausgeeitert als aus dem Kopf. Aber viel wichtiger waren ihre Anregungen, die sie uns Schülern mit auf den Weg gegeben hat. Kürzlich fielen mir zwei Aufsätze aus dieser Zeit in die Hände. Einer handelt über Albert Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben. Der zweite Aufsatz behandelt die Verantwortungen der Wissenschaft, die Suche nach Wahrheit und das Auflehnen gegen Macht unter Bezugnahme auf Brechts Leben des Galilei und Dürrenmatt die Physiker. Diese zwei Aufsätze beschäftigen sich mit zwei elementaren Themen, die unser Tun und Handeln als Wissenschaftler immer begleiten. Welchen Wert besitzt die Wissenschaft für unsere Gesellschaft? Der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman hat das in seinem Vortrag The Value of Science wie folgt ausgedrückt. To every man is given the key to heaven. The same key opens the gates of hell, and so it is with science. Wissen befähigt uns also zu guten und schlechten Dingen. Über die Bewertung, was gut und was schlecht ist, lässt sich vortrefflich streiten. Feynman berichtet aber auch davon, dass Wissenschaft ein intellektuelles Vergnügen ist. Die persönliche Freude, fundamentale Prinzipien zu verstehen, zu erkennen, wie Dinge funktionieren, und in Bereiche vorzudringen, die noch nie jemand zuvor betreten hat, stellen auch für mich eine große Triebfeder dar. Der große Wert der Wissenschaft für die Gesellschaft liegt aber seiner Meinung nach darin, dass sie grundsätzlich alles hinterfragt und nichts für unumstößlich hält. Vornehme Aufgabe der Wissenschaftler ist es, diese Fähigkeit zu verteidigen und dieses Werkzeug zur Weiterentwicklung der Gesellschaft an kommende Generationen weiterzugeben. An der TU Bergakademie Freiberg verknüpfen wir Verantwortung für die Gesellschaft gern mit dem Begriff der Nachhaltigkeit.
Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Dazu lohnt ein Blick auf die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von der Generalversammlung der UNO verabschiedet wurden. Sie stellen den Erhalt der Menschheit, unseres Planeten, die Sicherung des Wohlstandes, des Friedens und den Begriff einer globalen Partnerschaft in den Mittelpunkt. Einer der Zielkomplexe beschäftigt sich mit hochwertiger Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen. Das bedeutet, Lernende jeden Alters in die Lage zu versetzen, sich selbst und die Gesellschaft zu verändern. Ein hoher Anspruch, und vor diesem Hintergrund sollten Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung einen hohen Stellenwert für die universitäre Bildung besitzen. Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung lassen sich nicht mit der formalen Abarbeitung eines Curriculums erreichen oder durch das Abprüfen von Kenntnissen. Es stellt sich überhaupt die Frage, ob eine Hochschule ein förderliches Umfeld dafür bietet, wenn sie nach betriebswirtschaftlichen Kriterien auf Marktfähigkeit getrimmt wird. Ich befürchte, mit der Fixierung auf Kennzahlen wie die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Qualifizierungsarbeiten, der erteilten Patente oder der Höhe der eingeworbenen Drittmittel bleibt eine nachhaltige Entwicklung auf der Strecke. Ehrlich gesagt graut mir vor einer Hochschule, die einer automatisierten Lern- und Forschungsfabrik gleicht, die Durchlauferhitzer für Studenten, für Doktoranden und für Forschungsaufträge ist, in der Qualität gemanagt wird und in der Mensch hinter Aspekten der Wirtschaftlichkeit zurücktritt. Wir sind zum Glück von dieser Dystopie weit entfernt. Trotzdem sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie nachhaltig die Personalpolitik und die Finanzierung unserer Hochschule sind. Gibt es tatsächlich genügend unbefristete Stellen, die die Erledigung aller anfallenden Aufgaben in Lehre und Forschung sicherstellen? Ist die Tendenz zum Zusammenschrumpfen des Fremdsprachenangebots auf ein absolutes Minimum einer gelebten globalen Partnerschaft dienlich? Untergräbt die für Freiberg typische Fixierung auf Drittmittelforschung die Wissenschaftlichkeit? Führt sie etwa zu Opportunismus? Ich denke, mittelfristig entpolitisiert diese Entwicklung und verleitet dazu, bestimmte kritische Fragen nicht mehr zu stellen und sich bestimmten Themen zuzuwenden, die unverfänglich sind und die kurzfristig den besten Ertrag versprechen. Ohnehin gibt es im deutschsprachigen Raum und durch das professorenzentrierte Hochschulsystem mit traditionell ausgeprägten Abhängigkeiten der Mitarbeiter eine Tendenz zur Anpassung an gängige Meinungen. Sicher, wir können nicht alle Rahmenbedingungen dafür ändern. Aber es gibt auch in Freiberg genügend lohnenswerte Ansatzpunkte, um aktiv zu werden. Interessenkonflikte können durch eine ungeschränkte Offenlegung der Herkunft und Verwendung der Mittel für Forschung und Lehre erreicht werden oder vermieden werden. Transparenz bei den Forschungszielen schafft Vertrauen. Jeder Einzelne von uns kann sich für eine nach innen und außen friedensfähige Gesellschaft engagieren. Denn wir sind als Wissenschaftler auf eine stabile Gesellschaftsordnung angewiesen. Deshalb sollten wir die Verpflichtung zum Frieden ernst nehmen. Ein erster Schritt in diese Richtung sollte ein bedingungsloser Verzicht auf militärische Forschung sein, wie ihn andere Universitäten bereits in ihrer Grundordnung festgeschrieben haben, in Form von Zivilklauseln. Ich finde auch, wir unterliegen einem Trugschluss, wenn wir in Freiberg meinen, allein durch neue Technologien ließe sich ein nachhaltiger Umgang mit den gegebenen Ressourcen erreichen. Erstens blenden wir auf diese Weise bestehende Machtverhältnisse und Interessengegensätze aus. Und zweitens lehrt die Erfahrung, dass effizientere Technologien bisher nicht zu einer Reduktion des Ressourcenverbrauchs führten, sondern vor allem zu ihrer verstärkten Nutzung. Es genügt ein Blick auf das Anwachsen unseres ökologischen Fußabdrucks, um das zu verstehen. Letztendlich lassen sich eine absolute Reduktion unseres Ressourcenverbrauchs und das Überleben der Menschheit nur durch einschneidende Änderungen in unserer Wirtschaft und Lebensweise erzielen. Gerade weil wir uns in Freiberg Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, sollten wir daran als Vorbild wirken. Wir haben das Werkzeug dazu in der Hand. Ich wünsche viel Spaß an der Wissenschaft sowie ein förderliches Umfeld und rufe dazu auf, nicht damit aufzuhören, sich eine bessere Welt zu erträumen, Gewohntes und Bequemes zu hinterfragen, sich einzumischen und zu gestalten, im persönlichen Umfeld, in der eigenen Familie,
in universitären Gremien und Personalvertretungen, in Gewerkschaften, Politik und Gesellschaft. Dabei sollten wir uns alle zu Herzen nehmen, was der erzgebirgische Mundartdichter Anton Günther so treffend in Worte gefasst hat. Und Frau Dunger war so nett, das als Folie auch nochmal in Hochdeutsch darzulegen. Bild dir nicht ei, bist na a Mensch, kast wetter nicht sei, Gruß oder klar, arm oder reich, bin Anfang und bin End, seien wir alle zusammen gleich. In diesem Sinne, Glück auf. Liebe Promovierte und Habilitierte, Magnifizenz, Spektabilitäten, sehr geehrte Professoren, werte Angehörige und Gäste. Ich gratuliere Ihnen, liebe Promovierte und Habilitierte, recht herzlich, dass Sie heute voller Stolz Ihren Doktoranden- bzw. Habilitiertenbrief in den Händen halten. Es war sicherlich kein leichter Weg bis hierhin. Wir haben es ja auch schon von einigen Schilderungen gehört. Möglicherweise schwingt also auch ein wenig Wehmut mit und Sie denken an Ihre Zeit an der TU Bergakademie Freiberg zurück. Doch was kommt Ihnen dann so alles in den Sinn? Sicherlich sind Ihre Erinnerungen und Erlebnisse ganz vielfältig und individuell.
Doch vielleicht gibt es ja auch Gemeinsamkeiten. Jedes Jahr interviewen wir für unser Absolventenbuch, welches einige von Ihnen heute als kleines Geschenk erhalten haben, Absolventen aller Fakultäten. Dabei stellen wir immer die Frage, welche nachhaltigen Erinnerungen, also auch hier spielt die Nachhaltigkeit natürlich schon eine Rolle, Sie mit Ihrer Zeit an der TU Bergakademie Freiberg verbinden. Die Antworten der Freiberger Absolventen und Herr Professor Medler war übrigens einer davon. Ich habe mal einen Auszug aus seinem Interview, was jetzt im Absolventenbuch auch abgedruckt ist, mal an die Wand bringen lassen. Also die Antworten sind eben auch vielseitig und durchaus aufschlussreich. Zum Beispiel gute Ausbildung, Beziehungen zu ehemaligen Studienkollegen und Professoren, das familiäre Miteinander, die Tradition, eine schöne Innenstadt, die Nähe zu Dresden und das Freiberger Bier. Haben Sie sich vielleicht auch darin wiederentdeckt? So unterschiedlich die Fachdisziplinen und wir doch alle sind, ein paar Dinge verbinden uns mit unserer Bergakademie. Und das soll auch über Ihren Abschluss hinaus so bleiben. Ich stehe also heute hier in der Funktion als Alumni-Beauftragte für die TU Bergakademie Freiberg. Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Dr. Konstanze Bonnkampf betreue ich das Freiberger Alumni-Netzwerk, kurz FAN oder FAN. Und wir würden uns freuen, wenn auch Sie ein FAN werden. Sicher fragt sich der ein oder andere jetzt, warum er Teil dieses Netzwerkes werden soll, wo doch in Zeiten von Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und Co. jeder hinreichend vernetzt ist. Unser Motto lautet: Wir bleiben in Kontakt. Mit Hilfe unserer Datenbank, dem Herzstück des Netzwerkes, gelingt uns das schon ganz gut. Sie können zum Beispiel auch selbst Kommilitonen suchen oder ebenso selbst gefunden werden. Selbstverständlich alles unter Wahrung des deutschen Datenschutzes, das ist auch immer ganz wichtig. Wir informieren Sie regelmäßig über Aktivitäten, Veranstaltungen und News an der TU Bergakademie Freiberg. Zweimal im Jahr geben wir den Alumni-Newsletter Tubalum heraus und unsere Veranstaltungsreihen Report vor Ort oder auch die Alumni stoßen regelmäßig auf großes Interesse. Selbstverständlich ist uns auch daran gelegen, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Sie können nämlich auch etwas an unsere Universität zurückgeben. Es existieren verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, sei es in Form von persönlichem Engagement, sei es durch Sachspenden, durch finanzielle Zuwendungen oder auch durch eine Mitgliedschaft im Verein der Freunde und Förderer. Ihr erworbenes Wissen, Ihre spätere berufliche Erfahrung sind wichtige Ressourcen und qualifizieren Sie zum Botschafter der TU Bergakademie Freiberg in aller Welt. Empfehlen Sie also Ihre Alma Mater weiter für ein Studium, die Promotion oder eine Forschungszusammenarbeit. Gerade der Bereich Forschungstransfer wird im akademischen Umfeld immer wichtiger. Hier zählen wir auf Sie. Auch unsere zentrale Studienberatung oder die Graduierten- und Forschungsakademie sind immer auf der Suche nach Alumni, die von ihrer Zeit an der Bergakademie berichten, wie Sie ja bereits in den vorher gezeigten zwei filmischen Interviews gesehen haben. Wenn Sie also Fragen haben, wenden Sie sich gern jederzeit an uns. Wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen gemeinsam Ihr erstes Alumni-Treffen oder gar die silberne oder goldene Promotion feiern können. Aber in 25 oder 50 Jahren ist das natürlich noch ein bisschen hin. Aber man soll sich ja Ziele stecken. Ihr erstes Alumni-Treffen, ich selbst bin mittlerweile 15 Jahre in Freiberg und weiß, wie schwierig es sein kann, ehemalige Kommilitonen wiederzufinden. Ganz besonders möchte ich Ihnen noch die geplanten Feierlichkeiten zu 100 Jahren eigenständiges Promotionsrecht an der TU Bergakademie Freiberg ans Herz legen. Ziel ist es, im Jahr 2020 möglichst viele Promovierte zurück nach Freiberg an ihre Alma Mater zu holen. Auch darüber halten wir Sie im Freiberger Alumni-Netzwerk natürlich auf dem Laufenden. Ich kann Ihnen daher nur ans Herz legen, mit der Registrierung nicht zu lange zu warten. Zumindest bitte nicht, bis ich an meinem Arbeitsplatz so aussehe. In diesem Sinne, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank und Glück auf.
Wenn ich nicht wüsste, dass Frau Preißler überzeugte Nichtraucherin ist, hätte ich gesagt, weniger rauchen hilft vielleicht dabei. Nicht das letzte Bild zu haben. Ja, wir sind kurz vor Ende unserer Veranstaltung und haben noch eine ganz besonders schöne Sache, und zwar die Verleihung der Krügerhaus-Medaille oder der Medaille der Dr. Erich Krüger Stiftung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Krüger Stiftung nicht nur viel Mittel für Forschung zur Verfügung stellt, sondern eben auch an vielfältigen anderen Stellen dieser Universität hilft und natürlich auch den Doktoranden und Doktorandinnen. Und für besondere Leistungen, sowohl im wissenschaftlichen Bereich, aber auch in der Verknüpfung der Wissenschaft zu sozialen und zu gesellschaftlichen Dingen, wird die Krüger-Medaille verliehen, und zwar dieses Jahr an Herrn Dr. Florian Hanzig. Herr Dr. Hanzig ist Doktorand im Krüger-Forschungskolleg Freiberger Hochdruckforschungszentrum. Er hat studiert im Bereich der angewandten Naturwissenschaften an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in der Vertiefung Naturwissenschaftliche Grundlagen, Stoffe der Mikroelektronik, promoviert am Institut für experimentelle Physik mit einem Promotionsthema, das lautet Charakterisierung von funktionellen Metalloxid-Grenzflächen mittels Röntgenmethoden und Elektronenmikroskopie. Ich bin ihm ganz besonders dankbar für die nicht ganz so komplizierten Ausdrücke in diesem Thema. Der Professor Dirk Meyer war sein Betreuer, und ich darf Herrn Dr. Florian Hanzig nun noch mal auf die Bühne bitten. Haben wir die Medaille eigentlich auch in Groß? Nee, ne? Ja, wenn wir bei dem Dank aussprechen sind, dann auch ganz herzlichen Dank an die Mitglieder des Collegium Musicum, was wir jetzt gleich nochmal hören. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir haben ja immer einen sehr straffen Plan und einen sehr engen Plan und viele Dinge, die mit rauf auf die Bühne, runter von der Bühne und so weiter zu tun haben. Und ich bin ihm ganz besonders dankbar, dass Sie das so gestalten, dass das eben auch immer ein bisschen unterbrochen wird und nicht allzu langweilig wird, muss man ja auch sehen. Ich danke auch den Damen und Herren, die das organisiert haben, Herrn Helwig für seinen Vortrag, und seinen Dank an die Mitglieder der Universität. Und bevor wir nun nochmal einen kleinen musikalischen Abschluss haben durch Sie vom Collegium Musicum und die traditionelle Beendigung bei uns der Festveranstaltung mit dem Steigerlied haben, darf ich darauf hinweisen, dass nachdem wir das Steigerlied gesungen haben, das Buffet eröffnet wird. Das müssen wir ja irgendwann machen, aber ich kann ja nicht jetzt sagen, das Buffet ist eröffnet, dann stürzen sie alle vor die Wände. Das bringt ja nichts. Also es wird hinter diesen noch heruntergelassenen Wänden sein. Und Ihnen ansonsten einen schönen Tag noch. Alles Gute nochmal den heute Geehrten und natürlich auch Ihren Familien, Ihren Eltern, und auch einen ganz herzlichen Dank nochmal an die Professorinnen und Professoren, die Ihnen auf diesem Weg weitergeholfen haben und die heute auch zahlreich erschienen sind. In diesem Sinne, schönes Wochenende, Glück auf.
Also wir nehmen ja die Anordnung vom Fotografen entgegen. Und deswegen, bevor Sie alle zum Buffet stürzen, bitte nochmal das große Gruppenbild mit den Dekanen und den Geehrten heute.
Musik.